Auch mal persönlich. Es ist bereits Montagabend und ich habe heute nicht viel auf die Reihe bekommen bisher. Ich hatte heute Morgen auch einen Arzttermin und konnte deswegen nicht in meinem Typo-Meeting sein. Aber bis auf Brainstorming und so ist da bisher auch noch nicht wirklich was entstanden für den Kurs. Und das habe ich letzte Woche gezeigt und das kann ich euch irgendwann auch nochmal zeigen. Morgen habe ich ja wieder Zeichnen und da wollte ich euch mal kurz zeigen, was wir da letzte Woche gemacht haben. Die haben so einen kleinen Vortrag gehalten, was es so an Methoden für 2D und 3D Zeichnen gibt und haben da so ein paar Tipps gegeben und dann hatten wir irgendwie so anderthalb Stunden Zeit. Sollten uns halt einfach selber Bilder raussuchen und da so zwei Techniken, ich zeige euch das gleich, mal ausprobieren und am Ende haben dann alle ein kurzes Feedback dazu bekommen. Dieses Bild habe ich mir als erstes rausgesucht und dann das hier daraus gemacht sozusagen. Das war für die Aufgabe, das Bild, was man sich raussucht, auf zwei Tonwerte zu reduzieren. Also alle dunklen Flächen schwarz, alle hellen Flächen weiß. Also das ist so eine 2D-Methode. Ich habe es mir natürlich super einfach gemacht, dadurch, dass ich das Bild dahinter liegen hatte und die Linien nur nachgezogen habe. Also das ist jetzt keine große Kunst, aber so wollte ich irgendwie erstmal da so reinkommen. Und die zweite Aufgabe war Reduktion auf Grundformen. Und da habe ich das draus gemacht, aber auch mit dem dahinter. Für die Reduktion auf die Grundform habe ich mich dann nochmal in diesem Auto versucht. Da habe ich das dann auch nicht dahinter liegen haben. Das war mein erster Versuch, nur so mit hingucken. Und das, da habe ich mir erst so ein paar Linien versucht, so richtig zu ziehen. Ich habe auch gutes Feedback bekommen, da war ich voll froh. Und dann habe ich noch das gemacht, das hatte ich noch so ganz schnell am Ende, bevor wir besprochen haben, noch gemacht. Das war dann, dass ich mir das Bild wirklich daneben gelegt habe, so wie es jetzt hier ist, und dann so übertragen habe, so versucht nur die dunklen Stellen, also nochmal für die zwei Tonwerte Aufgabe. Diese Aufgaben sollen wir dann halt immer nochmal machen als Aufgabe, also das einfach nochmal üben, um das Gelernte zu verfestigen. Und da werde ich jetzt noch mir ein Bild raussuchen und nochmal eine so wie das letzte, was ich da gemacht habe, machen, weil eigentlich hat mir das auch Spaß gemacht. Dieses Bild mache ich jetzt. Ist es. Irgendwie finde ich, das macht Spaß, das so zu machen und irgendwie klappt das auch gut. Mein Anspruch ist dabei auch gar nicht, dass es alles so exakt ist. Ich habe eher versucht, nicht zu ewig dafür zu brauchen, also nicht zu kleinteilig zu werden. Die Katzen nehmen gerade meinen Müll auseinander. Kein Müll für dich.
okay? Ich bin heute schon um 8:30 aufgestanden und hatte einen entspannten Morgen und jetzt habe ich gleich mein Zeichen-Meeting. Stellen Sie sich einfach halt eine Waage mit zwei Gewichten vor und so überlegt, wie die im Format funktionieren würde. So, ich habe jetzt wieder Zeit, die Aufgabe für Zeichnen zu machen. Thema ist Komposition und wir sollen uns irgendwelche Sachen holen und damit verschiedene Kompositionen anordnen und dann halt mindestens 4 verschiedene Skizzen dazu machen. Also quasi Stillleben, aber halt wirklich nur Skizzen einfache und da dann halt auch so ein bisschen so eine Intention hinter haben. Also soll das irgendwie spannend aussehen oder langweilig oder interessant oder so. Ich fange jetzt an. Ich habe hier die Sachen auf dem Tisch einfach genommen. Und das soll die Komposition durcheinander sein oder halt, keine Ahnung, unübersichtlich. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. Wir waren gerade draußen. Alle zusammen war richtig schön und ich war bei DM, um mir ein neues Gesichtsöl zu kaufen, weil meins gerade alle geworden ist, mein letztes. Und jetzt habe ich dieses hier und dann habe ich mir einen neuen Eyeliner gekauft, weil ich letzte Woche von meinem alten Eyeliner, der schon lange abgelaufen ist, keine Ahnung, der war richtig alt, aber halt noch gut, also der hat noch funktioniert. Aber ich hatte irgendwie eine allergische Reaktion darauf, also ich glaube, dass es am Eyeliner lag. Ja, jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Ich hoffe, das passiert dann nicht nochmal. Und jetzt muss ich eigentlich was geschafft bekommen. Aber irgendwie, ich bin so ein bisschen... So, ich habe eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, so, ja, ich habe voll viel, was ich zu tun habe, so insgesamt, was ich machen will slash muss. Aber so für die Uni ist es eigentlich alles noch recht entspannt so. Also wir sind, es ist ja jetzt die dritte Woche, es ist halt alles noch so... Ich weiß nicht, der Einstieg in die Kurse ist ja meistens irgendwie entspannter, aber keine Ahnung, eigentlich... Habe ich gerade so eine ganz gute Work-Life-Balance. Also ich habe das Gefühl, ich worke nicht so viel und ich mache viel so. Ich finde es super, dass ich so schöne Sachen in meinen Alltag einbaue. Wie jetzt einfach rausgehen und so. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich so irgendwie Sachen zu sehr liegen lasse, irgendwie, die ich jetzt schon so machen könnte, um dann später nicht so viel zu haben, wenn das Semester sowieso, wenn sowieso mehr zu tun ist für die Kurse. Keine Ahnung. Falls ihr es im Hintergrund schmatzen hört, ich habe jetzt eine ganze Weile was für die Uni gemacht, für den Kurs, den ich morgen habe. Sollten wir uns so Projekte, die Preise gewonnen haben, angucken, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was für Ideen man alles kommen kann, sage ich mal. Irgendwie fühle ich mich stressed. Es gibt nicht so einen richtigen Grund dafür. Ich weiß, ich versuche jetzt irgendwie runterzukommen. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, ich schaffe zu wenig an einem Tag, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall werde ich jetzt kochen, werde mir entspannt Musik anmachen, versuchen runterzukommen. Thank you.
Weise ist ja darauf gekommen. Ich habe in den letzten Wochen irgendwie wieder voll Bock bekommen, mich mehr zu schminken und so. Ich weiß nicht, ich habe so eine jahrelange Phase gehabt, wo ich irgendwie mich eigentlich gar nicht geschminkt habe. Aber jetzt habe ich irgendwie so einen Gefallen wieder daran gefunden, das einfach so aus Spaß zu machen im Alltag. Oh, ich habe vergessen, dass ich so einen kleinen bisschen Sonnenbrand vom Wochenende auf der Nase habe. Und jetzt ist das so, hält sich das so ein bisschen. Ich hatte Ella letztens gefragt, ob sie grünen Lidschatten hat und sie hat mir gestern gezeigt, dass sie einen gefunden hat. Ich werde jetzt mal den ausprobieren, irgendwie hiermit zu mischen. Ich bin jetzt auch gar nicht so krasse grüne Augenlider und ich weiß auch nicht, ob der Ton zu dem Top passt. Der ist jetzt halt auch nicht so stark pigmentiert, aber es ist ja vielleicht nicht so schlimm bei grün. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr viel Zeit bis zu meinem Art Direction Meeting. Heute ist ja Mittwoch. Letzte Woche hatten wir noch mal ein bisschen Input bekommen und so einen kleinen Workshop und so Übungen gemacht. Schon in den Gruppen, in denen wir auch dann für das Projekt vom Kurs arbeiten werden. Und heute ist das Briefing mit der Agentur. Der schon erzählt im letzten Vlog, dass wir eine Aufgabe von einer Agentur gestellt bekommen, die wiederum einen Auftrag von einer Firma haben. Bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt der Eyeliner. Das Ding ist halt, ich habe früher so nie Eyeliner benutzt. Deswegen war der alte, den ich hatte, auch noch so gut erhalten, weil ich das nicht konnte. Ich habe früher so mit 15 habe ich viel so Schminken geübt. So. Deswegen kann ich einiges, aber Eyeliner habe ich nicht hinbekommen. Aber jetzt funktioniert es irgendwie. Oh shit. Ich habe übrigens eben schon mal angefangen, den Vlog, den ihr hier gerade seht, zu schneiden. Ich versuche das immer möglichst jetzt während der Woche schon, da schon relativ weit zu kommen, damit ich am Wochenende mehr Zeit noch habe für Uni und Freizeit. Ich versuche auf jeden Fall eine ganz gute Uni-YouTube-Live-Balance zu schaffen. Okay, sie sehen anders aus, aber das ist mir egal. Okay, sie sind schon. Der geht immer so und der geht so. Oh, geklebte Wimpern. Schön. Cute. Oh. Fertig. Und jetzt mache ich mir noch ein kleines Mittagessen, damit ich nicht im Meeting hungrig werde. Und dann bin ich gespannt aufs Briefing. Genau. Also wir haben heute eine recht einfache auch schwierige Frage mitgebracht, und zwar die Frage, wo man als Privatperson am effektivsten und am nachhaltigsten Energie einsparen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass es die Wärme aus dem Grundwasser zieht oder aus dem Erdreich zieht. So, das Meeting ist jetzt schon durch, das hat jetzt nur eine Stunde gedauert. Ich weiß nicht, wie viel ich dazu jetzt so erzählen kann online. Es geht auf jeden Fall um die Firma Weiland. Ich glaube, das kann ich euch sagen, und in unseren Gruppen werden wir jetzt eben Ideen entwickeln für eine Kampagne von denen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist halt so, wie mein Dozent halt gesagt hat, es ist halt einfach was wirklich komplett Neues für uns. Weil natürlich haben die eine gewisse Vorstellung, was ein Teil oder auch kein Teil von dem, was dann da entsteht, sein soll. Aber was da genau entsteht, ist halt komplett frei. Und das ist halt neu. Ja. Bin gespannt, was wir da auf die Beine stellen können. Aber es ist auch cool. Also ich freue mich auch, das ist auch das erste Mal, dass ich was mit Werbung mache. Ich habe keine Ahnung, ob Werbung so mein Ding ist. Hätte immer tendenziell gesagt nein, aber wer weiß. Mit diesen Sachen, das weiß man nie, wo es einen im Endeffekt hin verschlägt. Thank you.
richtig zufrieden. Ich habe gerade, ich habe seit 9 Uhr da gesessen und Sachen recherchiert fürs Auslandssemester. Ich bin richtig weit gekommen, weil ich habe mich ja schon ein, zwei Mal versucht, so damit zu beschäftigen, aber da kam ich ja gar nicht weiter. Und diesmal habe ich irgendwie die ganzen Informationen, die ich gesucht habe, gefunden und so. Virginia, is your daddy home? Is your daddy home? Is your daddy home? Did you turn off the lights in the telephone? Ich war vorhin kurz draußen, es ist einfach so kalt. Gestern hatten wir einfach 20 Grad, als wir in den Park gegangen sind. Und jetzt ist es wieder so 9 oder so. Ich mache mal schnell die zweite Schicht von meinem Nagellack und dann mache ich nochmal mit der Recherche weiter. Für den Kurs morgen. Ich wollte kurz über Normal People reden. Ich habe gestern nämlich ja die Serie angefangen, habe die ersten 4 Folgen geguckt. Wollte ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz viele, die das jetzt nicht gesehen oder gelesen haben, mich interessiert. Deswegen, ich versuche mich zu kurz zu fassen. Aber wie ich ja im letzten Blog, da habe ich das ja gelesen, schon gesagt habe, hat mir das Buch halt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und dementsprechend interessiert mich natürlich auch sehr, wie halt die Serie ist und habe halt voll viele Gedanken dazu. Die Personen habe ich mir natürlich irgendwie anders vorgestellt, als sie jetzt im Endeffekt aussehen. Und das ist, finde ich, dann, gerade wenn das so frisch in seinem Kopf irgendwie alles ist, ein bisschen schwierig dann natürlich. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass die, vor allem natürlich die zwei Hauptpersonen, doch ziemlich, ziemlich gut passen. Also klar, die sind nicht genauso, wie ich mir die vorgestellt habe, aber die passen schon so. Sind schon gut gecastet, würde ich sagen. Und spielen auch sehr, sehr gut. Und generell finde ich schon sehr, sehr cool, wie nah das am Buch ist. Also ein paar Sachen wurden halt verändert, aber ich konnte dann eigentlich auch immer mir denken direkt, warum so. Also das macht halt irgendwie immer Sinn, weil viele Sachen im Buch basieren ja so auf Gedanken und die hört man ja nicht in der Serie, und so, um so ein paar Sachen ständig zu machen oder keine Ahnung, um Sachen etwas zu kürzen oder irgendwas. Finde ich, haben die schon richtig gut hinbekommen, und dann haben sie halt richtig viel 1:1 übernommen. Also ich habe das Buch halt wirklich ja letzte Woche beendet und in der Woche davor angefangen. Das heißt, ich habe die Sachen wirklich noch im Kopf, und manche, also wenn da Passagen waren, die halt wirklich so ziemlich genau übernommen haben, dann ist mir das halt direkt immer aufgefallen. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Das Buch ist halt so gut und das wird so richtig gewürdigt dadurch, finde ich irgendwie. Und die Kulissen, in denen die gefilmt haben, oder generell der Stil und die Farben. Und ich finde, es vermittelt dieses Gefühl vom Buch irgendwie total gut. Also, und generell richtig weird so, aber irgendwie auch voll schön. So etwas, was man so in den letzten 2 Wochen so in seinem Kopf gesehen hat, sozusagen. Also so in diese Geschichte, in die man so abgetaucht ist, aber halt das bildlich halt nur in seinem Kopf hatte, dass man das plötzlich, weil das halt so ähnlich ist, das plötzlich so auf dem Bildschirm zu sehen, so zum Leben gebracht. Ja. So, das war der Normal People Talk. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Nägel sind fertig. Come down the stairs. Hell, I know you're headed somewhere. Come out, Virginia, what you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Yeah, it's so professional aus. Wow, 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 wow. Lock the door and you lock the door. Was wir spielen, ist jetzt im Rahmen von einem Buchprojekt. Und es geht sich nicht um, in erster Linie hier um den Vertrieb. Aha! Ich hab schon was genommen.